Also ein Hobbykoch, und das ist meine Überleitung zu Amelie Stiefvater. Die hat nämlich Kontakte, die gehen weit über Deutschland hinaus, zu Köchen in aller Welt, hätte ich beinahe gesagt, und mitten rein nach Wembley. Ja, das Battle of Britain lässt kein Fußballfan kalt, und wir wollen direkt ins Wembley-Stadion schauen. Und zwar sprechen wir mit, da sieht man ihn schon, Stefan Papert, Küchenchef der Three Lions Wembley-Stadion. Und er hat sogar schon die Queen bekocht. Stefan, wer ist schwieriger zu bekochen, die Queen oder die Nationalmannschaften? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Die Queen zu essen mit mir. Und die Nationalmannschaft, die hat natürlich hier viel Pult und Frost beide. Ich hatte auch 45, heute sind wir fast auf 55 Personen, die im Anfang sind, plus dann nochmal Familien. Also sie würden die Arbeit bei der Nationalmannschaft haben. Am Sonntag bei der Partie England-Kroatien hast du in der Halbzeit Pizza gereicht. Stimmt das? Ja, es gab ja nicht nur Pizza, gab's. Wir haben ja auch für André Bitsch noch Kalbstafelspitz gemacht. Also es ging hier kulinarisch hoch her. Gibt es denn besondere Wünsche heute von den Spielern? Ich meine, wir haben eine große Liste. Da steht unter anderem von Haribo bis Mars bis Chips alles Mögliche drauf. Aber wir brauchen heute Abend feinste britische Küche. Da auch die Gäste aus Schottland oben da sind, die haben natürlich ihre Gastessen gewünscht, wird die Fisch und Chips geben heute Abend. Wir haben Pizza schon echt geschlagen. Es gibt natürlich auch für die Spieler unterschiedlich glutenfreie Versionen, es gibt dairy-freie Versionen. Wir haben natürlich auch vegane und vegetarische Speisen im Angebot. Und ja, dann haben wir noch das Ganze für andere restliche Stadion, was man auch noch ein bisschen mit versorgen kann. Wir sind gut dabei. Du hast auch ein Wundergetränk zubereitet. Was ist das? Glaube ich, halb England sehr gepflückt mit Holundersaft. Wir haben fast um die 13.000 Liter Holundersaft angelegt schon. Und es ist ganz, ganz crazy, dass wir kleine Kinder immer getrunken haben. Und es ist hier der Bombenschlager, frischer Holundersaft, 5 Tage eingelegt, mit Zitrone dazu, wird aufgegossen mit Sprudelwasserspritz. Und es gab auch schon die Idee mit Gin Tonic, das Eis zu mischen. Also wir gehen auf Holunder. Dann hoffentlich nach dem Spiel. Wir lassen dich jetzt kochen gehen. Du musst nämlich weitermachen. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, danke, danke Amelie, und danke dem Koch im Wembley-Stadion, was es nicht alles für Informationen gibt und was es nicht alles für Getränke gibt.